Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder und zwar nicht alleine, ich habe jemanden mitgebracht. Hallo. Ich habe es euch nämlich versprochen, dass es einen dritten Teil der Catrice Neuheiten geben wird. Und diesmal nicht von mir, sondern von Deutschlands bekanntesten, berühmtesten und berüchtigsten Beauty-Guru. Kommt der noch? Danny. Ach so, ich dachte... Ja, was so glänzt, ist kein Highlighter, das ist Dickenschweiß, Freunde. Danny ist ein bisschen nervös, denn er muss hier die dicke Review der neuen Produkte euch abliefern. Die dicke Review, ist so dick. Aber sie nimmt zurzeit ein bisschen ab, die dicke Review. Ja, und wir haben was ganz, ganz Besonderes für euch in diesem und in Dannys Video vor allen Dingen, denn zeitgleich zu diesem Video ist auch auf Dannys Kanal ein Video online gegangen. Super lustig. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht wir wären und wir euch ein dickes, fettes Gewinnspiel in das Video von Danny mitgepackt haben. Ein riesengroßes Gewinnspiel. Und zwar müsst ihr einfach in meinem Video die Anzahl der Emojis kommentieren und dann huscht rüber zu Danny und kommentiert die Emojis dort, abonniert den Kanal von Danny und ihr könnt dann ein dickes Paket gewinnen. Was gibt es denn? Man kann insgesamt eine riesengroße Bücherbox gewinnen. Das sind alle meine Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe. Insgesamt 17 Stück in einem Warenwert über 300 Euro. Und zusätzlich zu dieser Bücherbox gewinnt man auch von Maxim ein komplettes Lash-Set und eventuell noch ein oder zwei Spiegel und vielleicht auch schon eins der nächsten Produkte. Das ist dann natürlich aber super top secret. Also wie gesagt, zieht die Emojis in diesem Video, kommentiert sie bei Danny unterm Video und dann abonniert seinen Kanal und alles andere steht aber unten in der Infobox, also schaut da unbedingt vorbei. Und jetzt starten wir. Wir freuen uns natürlich, dass ihr heute mit dabei seid und Lust auf die neuen Produkte habt. Danny wird heute die neuen Catrice-Produkte testen und ich würde vorschlagen, wir starten einfach, oder? Mhm. Bist du bereit? Nee. Warum? Was fehlt dir? Die Ahnung und die Idee. Aber fangen wir an. Ich liebe ja Catrice, das ist eine ganz, ganz tolle Firma, mit der du ja auch schon was gemacht hast, nicht wahr? Ja, selbstverständlich, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ist doch egal. Ist jetzt fast ein Jahr. So, krass, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, oder? Nicht. Ja. Fangen wir an? Ja, gerne. Ich gebe dir das erste Produkt. Das ist ein Anti-Redness Serum Primer. Den mag ich übrigens sehr, sehr gern. Habe ich in den letzten Tagen oft benutzt. Das ist Anti-Redness Serum Primer, wichtig vegan. Das kommt jetzt in dein Gesicht? Das kommt in mein Gesicht. Das ist eine Pipette. Ist selbstverständlich vegan, ohne Mikroplastik, ohne Parabene. Kleine Langzeit-Review von mir dazu. Ich mag es sehr, sehr gerne. Die Frage, ne, wenn ich da drauf drücke, kommt was raus? Ist ja eine Pipette? Das soll ja rauskommen. Ja, aber ich kann es ja auch verschmieren. Also quasi, wo kommt das überall hin? Ins Gesicht. Kann ich auch so machen. Verstehst du, was ich meine? Kannst du auch, aber du... Habt ihr das verstanden, was ich meine? Man muss nicht immer drücken, manchmal muss man auch streichen. Aber du könntest das auch einfach rausholen und dann in mein Gesicht tropfen. Dieses Geräusch, wenn man da drauf drückt, mach mal den Kopf zu mir. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Nasentropfen. Wie doch? Habt ihr gehört? Kommt es auch hier hin? In mein Gesicht. Da, wo ich das Gesicht ist das hier alles. Eben, da, wo ich eventuell rot. So. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Ja, nicht nur für dich. Muss ich das jetzt verreiben? Jetzt musst du es verreiben. Macht das mit ganz viel Liebe. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr das für euch macht. Macht das mit Liebe, Freunde. Es ist immer mal wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit für sich selbst und für die Selbstliebe nimmt. Hast du es gut verteilt? Selbstverständlich. Okay, der Anti-Redness Primer zieht noch ein bisschen ein. Was kommt als nächstes? Die Foundation. Genau. Das ist alles schon hier in der Kiste. So. dann nehme ich von der Firma Catrice hier dieses Make-up für die, für das, es ist ölfrei. Ja. Und hält 18 Stunden. Wir werden das testen. Genau, das ist die All Matte Shine Control Foundation. Die ist neu aufgesetzt worden. Die habt ihr auch schon gesehen. Auch aber warum ist die neu gemacht? Warum war die alte nicht so gut? Nee, die haben die Formulierung geändert und ohne Mikroplastik, ohne Parabene, vegan, cruelty-free, mehr Farben. Eingestaubt. Ich habe die schon ein bisschen. Huch, da gebe ich mir ein Pumpstrahl auf den Schwamm. Also Danny ist die perfekte Version, um... Oh, danke schön. Um wenig Foundation, um wenig Foundation zu benutzen. Denn er ist... Fang immer rechts an hier. Denn er ist sehr sparsam, was die Produkte angeht. Also aber auch nur, was die Produkte angeht. Ne? Mit dem Essen, da kommt ja immer was drauf. Ne? Wie findest du die Textur? Wunderschön. Ich habe selten eine so tolle, reibungslose, in sich hineinlaufende Textur gesehen, die ein Gesicht so super settet. Sagt man das so? Nee, also setten tut es nicht. Aber Danny ist auch sehr bekannt dafür, die Foundation mit einem Schwamm zu verreiben und nicht einzutupfen. Da ist Danny bist du recht schon fertig? Ja. Ach so. Also das geht jetzt über. In? In was geht du, das über? Du musst in die Kamera gucken.
Naja, in allem. Ich war mir noch nicht so richtig mit der Dosierung sicher, muss ich Tupf sagen. mal, genau. Mit dem Schaum kannst du, es geht viel besser, wenn du tupfst. Ich wollte schon immer meine Wut an dir auslassen. Mach mal dein Auge zu. Ja, du machst es auf. Also ich finde, dass diese Foundation schon einen sehr, sehr guten Glow an sich hat. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das hatte ich aber auch in dem Video erzählt. Eigentlich ist das eine Matte Foundation. Die wird erst wirklich matt, wenn man sie auch settet. Ansonsten kann man sie auch ungepudert tragen. Wie findest du die Farbe bei mir? Naja, ich glaube, es ist immer gut, wenn eine Farbe nicht so auffällt. Da heißt man, dass. Nein, das heißt, dass man dann genau den Hautton getroffen Also, du hat. siehst nicht, dass ich was drauf habe, ne? Das ist wirklich bei mir die Nein, perfekte. man sieht es nicht. Nee, von der Farbe. Nee. Wir haben ja ganz andere Haben Zustände wir schon hier gehabt. damit dann den perfekten Hauttyp getroffen? Hautton, ja. Okay, Das ist ein schön. Color Match. So, jetzt können wir nochmal so Ja, richtig gib die ruhig Wut Gas. Guck mal. rauslassen. Ja, hier, guck mal, dein Kinn machen wir auch. Freunde, schaut euch mal diese wunderschöne Foundation an. Hat er gut gemacht. Ja, haben die gut gemacht von Catrice. Haben sie sehr gut entwickelt. Muss man ja schon mal Lob aussprechen. Da es keinen neuen richtigen Concealer von Catrice gibt, kriegt Danny jetzt einfach meinen Liebsten. Von XX Revolution. Genau. Da. Kennt ihr den schon? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch nutzt. Danny benutzen auch sehr gerne. Ich benutze gar kein Make-up. Oh, das ist ja eine blöde Verpackung. Kriegt man kaum raus, den Stängel. Kommt das jetzt überall hin? Wo kommt der Concealer hin? Unter die Augen. Genau. Da, wo Maxim niemals Sonne sieht, also London. Da muss ich immer an Waschbären denken, wenn man das hier unten macht. Nee, mach mal hier, ist noch nicht vorbei. Ich bin ganz gespannt, das zu sehen. Machst es doch jeden Tag, du weißt ja, wie das aussieht. Ist doch jetzt nichts Besonderes. Aber auch das ist ein Unterschied, wie viel Concealer Danny benutzt und wie viel Concealer ich benutze. Danny ist Manch nämlich schon fertig. Ich hätte jetzt erst angefangen. Man muss halt manchmal sich mit weniger und mehr zufrieden geben. Und bei dir ist das halt so, manchmal übertreibst du ja. Und dann kriegen wir wieder Briefe nach Hause. Von Anwälten? Auch, nur generell. Wie sonst auch immer. So. Also ich muss sagen, Danny hat eine sehr weiche Hand. Schau, super. Manchmal ist weniger mehr. Oder siehst du noch Augenringe? Nee, Augenringe sehe ich, naja, also hier ist nicht so ordentlich. Wo? Du bist nicht so ordentlich. So, wir können das Ganze setten und da benutzt Danny eins meiner neuesten liebsten Puder. Das ist wirklich super. Von Mr. Asam Magic Fish. Fisch? Nicht? Ach Finish! so. Habe ich nicht richtig gelesen. Ja. Es ist sehr fein gemahlen. Darf ich diesen Pinsel Damit darfst du benutzen? einfach reingehen. Sicher? Es Ja. gibt Pinsel, die darf ich nicht benutzen. Stimmt. Aber den darf ich Den darfst du benutzen. benutzen. Das ist der Pinsel von BH Weekend. Da passt jeder BH zum Wochenende. Wochenende. Muss ich das erstmal Einfach so, drehen? nee, einfach so Wie? reinklopfen. So, genau So? so. Ihr müsst das einfach so machen und so habt ihr dann schon das alles drauf. Und das kommt jetzt überall hin, weil wir. Mach mal die Augen zu. Weil. Okay, es schneit ein bisschen. Ist es gut oder schlecht? Also das Puder ist sehr gut. Also bin ich jetzt schlecht oder was? Warum schneit? Weil es schneit, ist ja ein loses Puder. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Kochbücher. Da staubt es manchmal auch ein Das bisschen so. stimmt. Diese drei Rezeptbücher von uns, die habt ihr auch in der Buchbox mit bei. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir hatten es euch ja neulich schon so ein bisschen erzählt. Wir arbeiten ja auch gerade schon fleißig. Deswegen hatte ich neulich auch in meiner Insta-Story erzählt, dass ich so voll in Weihnachtsstimmung bin. An Wir einem sind nämlich Backbuch. extrem fleißig dabei. Wie viele sind es mittlerweile? Also, wir haben, glaube ich, 50 von 100 Rezepten schon getestet. Wie geht's denn jetzt weiter? Was würde jetzt als nächstes theoretisch kommen? Highlighter, Nee. Rouge, Blush, Lippenstift. Nee, Bronzer. Ach ja. Auch der ist sehr, sehr Nehme ich gut. dafür meinen gleichen Pinsel? Nein, bitte nicht. Dafür gebe ich. Ganz wichtig, das war nämlich eine Testfrage an euch. Schreibt es in die Kommentare. Dafür gebe ich dir den. Wo kommt der Bronzer üblicherweise hin? Das ist Kiso Beauty. Der ist erlaubt, der Pinsel. Der Bronzer? Was denn? Warum freust du dich so? Es ist so süß, immer wenn Danny da ist, gibt es ganz viel Tee. Wir nehmen den Catrice Bronzer natürlich. Holiday Skin, das ist der Wochenendskin von der Firma White Macadamia. Nee, es ist nicht die Firma, es ist die Farbe. Aber du sagst stimmt, Auch nicht, Das aber. hat man nämlich so nach 3 Jahren Beziehung auch einfach verlernt, einfach zuzuhören. Man sagt einfach, oder man nuschelt so sehr. Das ist nämlich unser häufiges Streitthema. Maxim hat angefangen zu nuscheln. Ich verstehe kein Wort mehr. Diese Partnerschaft ist einsam geworden. Ich krieg die scheiß Dose nicht auf. Das ist die Strafe dafür, dass du zickig und Du gemein machst bist. jetzt mal die Augen und den Mund zu. Aber warum denn die Augen und den Mund? Wo kommt ein Bronzer hin? Auf die Das. Wangen. Na, da, wo die Sonne mein Gesicht als erstes küsst. Die Nase. Auch? Ja, das ist der höchste Punkt, die Nase.
Ja, und deine Stirn ist der höchste Punkt, aber nicht jetzt im bösen Sinne, sondern weil das oben ist. Weil es oben jetzt ist. Jetzt mach mal. Ja, wohin denn? Nein, du entscheidest. Du bist heute, du musst auch... Eben. Also, da es meine Entscheidung ist, mache ich das da, wo ich es vermute. Du musst auch so ein bisschen das Produkt erklären, ne? Wie, ja, bronzt das Gesicht und es fühlt sich sehr weich cremig an. Ist auch wunderschön auf der Haut zu sehen. Also wenn ich das jetzt hier in diesem Bereich auftrage, Freunde, dann könnt ihr richtig schon diesen gebronzten Bronzer sehen. Mhm. Wunderschön, vielen Dank. Mhm. Ich zeige euch nochmal den Pinsel, der ist nämlich sehr schön. Bitte. Mhm. So. Und jetzt kann dein Blush kommen. Ja, Blush von der Firma Catrice natürlich, das ist die... Mhm. Ja, was denn? Ja, ja. Was war denn schon wieder? Nichts, von der Firma Catrice, die Blushbox. Das Schöne ist, ihr seht es, ich zeige euch das mal jetzt ein bisschen genauer. Ihr habt hier verschiedene Farben, jetzt seht ihr es, verschiedene Farben, verschieden angeordnet, um dem Blush einen besseren Glow zu zeigen. Und verschiedene Farben, ganz verrückt. Hier nehmen wir ein, von wem? Von Stepp. Wir nehmen den Pinsel von Stepp. Wer ist denn Stepp? Von Stepp. Wer ist denn Stepp? Das ist eine Make-up-Artistin hier aus Berlin. Kennen wir die? Ich ja. Die heißt Stipp? Von Stipp. Die heißt einfach Stipp? Ja. Man kommt doch nicht auf die Welt und wird von den Eltern Stipp genannt. Nee, die heißt, glaube ich, Gloria. Ach so, aber wie nennt es Stipp? Von Stipp. So, Blush kommt denn auf die Wangen. Mhm, auf die Apfelbäckchen. Genau. Da kommt das denn drauf. Und ihr seht, also ihr seht es noch nicht, aber ihr seht es hier auf dieser Seite, dass man jetzt schon ein... klein, ja, wie sagt man, so einen Herbstlauf erkennt. Also wenn ihr bei starkem Regen durchs Wetter, nee, wenn ihr durch starke Sonneneinstrahlung durch die Natur läuft, dann habt ihr so einen kleinen roten Apfeltar. Apfeltar? Ja. Was ist denn ein Apfeltar? Kann man essen. Wunderschön. Süß. Wie findet ihr die Base bis jetzt? Jetzt schreibt hier nichts Falsches in die Kommentare. Okay, du darfst mir jetzt, wenn du möchtest, die Augenbrauen machen. Was soll ich denn da noch machen? Naja, auffüllen. Das ist ein super Dupe zu dem Anastasia Beverly Hills Brow Dip Powder Dingsbums. Das sind immer zwei verschiedene Farben. Ist aus der Clean ID Reihe. Achso, muss ich dir jetzt Haare malen? Nee, einfach nur die Augenbrauen. Die sind doch da. Ja, aber hier zum Beispiel hier hinten fehlt ja eine Ecke. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich hatte früher in meiner Klasse in der Grundschule, wo sich die Mädchen dann irgendwann schon geschminkt haben, so eine gehabt. Die hat sich die Augenbrauen immer komplett wegrasiert, um sich sie neu zu schminken. Macht man das so? Macht man heute eigentlich nicht mehr, aber du kannst den Augenbrauen eine neue Form geben. Ja, die hat immer geguckt wie so ein trauriger Clown. Ja, das ist dann einfach nicht gekonnt. Hier nehme ich von der Firma Catrice das Produkt Mineral Brow Powder Duo. Genau. Ohne Silikone, ohne Mikroplastik, ohne Parabene. Ist es wieder ein Pinsel von Stipp? Nee, der ist von Anastasia. Das sieht aus wie Marmorkuchen. Nee, wirklich? Ja. Muss ich beide Farben nehmen oder muss ich die Farbe nehmen, die auf dein Haar passt? Ja. Ich nehme beide Du kannst Farben. Auch einen Ombre-Effekt machen. Ich nehme beide Farben. Und jetzt ziehe ich hier mit dem Pinsel von... Hinten nach vorne. Die Gloria? Nee, Anastasia. Von Anastasia die Härchen auf die... Was denn? Sei doch nicht so genervt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Soll ich jetzt hier oder soll ich jetzt hier machen? Da, ich tue, wo du willst. Na, dann zieh dich nicht weg. Du siehst aus wie ein Grashüpfer. Ja, ich finde das albern. Also das ist etwas, da muss ich euch wirklich sagen, das verstehe ich nicht. Reicht. Das verstehe ich nicht. Kommt in meiner Welt nicht vor. Willst du es richtig machen? Nee, nee, du kannst aber noch ein bisschen durchbürsten hier vorne. Hiermit? Ja. Mit der, das ist eine... Bürste. Ich mache dramatische Betonungen in meiner... Das ist eine Rundbürste. Und damit zieht ihr jetzt die Augenbrauen in die Höhe. Jetzt bin ich super gespannt, was du sagst. Es gibt nämlich eine neue Lidschattenpalette. Nein! Doch! Und zwar ist das auch wieder aus der Pro Slimmatic Reihe, die Slim Eyeshadow Palette Natural Spirit. Was? Wunderschön. Die hat ja langweilige Farben. Wo ist denn da ein Blau? Wo ist da ein Lila? Wo das trinkt man im Herbst nicht. Ja, guck mal raus. Ja, ist schon Herbst. Und jetzt werde ich einen Make-up-Look Deluxe schminken. Und dazu nehme ich einen Pinsel von der Firma... Planet Spa? Was ist denn das? Und Masken. Damit kratze ich die Schüssel vom Kuchen aus. Das ist ein Masken. Oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch macht. Das ist so ein Spachtel. Ja. Ja. So. Aber das ist ein Maskenpinsel. Du sagst, ich soll den Pinsel nehmen, der hier liegt. Nee, da liegen 20. Du darfst ja aussuchen, welche Pinsel. Ich möchte einen von jemandem, den ich kenne. Hier, nimm doch den. Sowas habe ich früher getuscht. Ja, das ist von BH Cosmetics. Da steht gar nichts drauf mehr. Der ist nicht mehr. Na gut, wir fangen hier mit einem Lidschatten an, der zum Herbst passt.
Und ich würde jetzt erst mit einer dunklen Farbe beginnen, weil man kann nämlich dann die dunkle Farbe stapeln mit helleren Farben. Macht eigentlich ganz viel Sinn. Da warst du jetzt gerade schock, ne? Ja, wunderbar. Vor allem über Stapeln. Und zwar, ich nehme die Farbe Element. Schaut euch mal diese wunderschöne Textur an von der Farbe Element. Hier oben ist die Kamera. Ich habe die, das ist die Farbe. Seht ihr sie? Ihr seht sie. Mhm. Mach mal jetzt deine Äuglein zu. Und dann gehe ich mit diesem Pinsel auf das bewegliche Lid, was sich eigentlich gar nicht bewegt, aber wir sagen das immer so. Freut ihr euch schon auf das Video auf meinem Kanal? Ich denke ja. Das ist wirklich ein gutes Video geworden. Und ich sah aus, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der kann gar nicht so gut schminken, wie er immer sagt. Vor allen Dingen im Vergleich. Was ist denn da passiert? Oh, guck mich mal an. Was ist denn das? Was denn jetzt? Ja, was ist denn da? Ich kann es doch nicht sehen. Kriegen wir das denn jetzt weg? Gar nicht mehr. Nein, muss weg. Wenn nicht was? Wenn du so komisch seitlich sitzt. Ich sehe doch da nicht, wo der Pinsel in welche Ecke kratzt. Naja, so sieht es doch schon aus. Ich drehe mich mal so und dann... Schreibt mir mal in die Kommentare die 3 Jahre Danny-Erfahrung, ob sich diese Looks so ein bisschen schon verbessert haben oder nicht. Eine hellere Farbe, nämlich die Farbe Origin. Ist das richtig? Origin. Hm. Origin, ich zeige euch die Farbe mal. Das ist die Farbe Origin hier, die Farbe. Seht ihr sie? Ihr seht sie. Die nehmen wir jetzt. Und ich nehme jetzt ein Pinselstrich Farbe Origin. Was denn? Hm. Und ziehe diese Farbe über die andere Farbe rüber. Warte mal. Ja, du hast Fallout. Und da meine ich jetzt nicht, das mach doch mal jetzt die Augen zu. Damit meine ich jetzt nicht das, was nach der Apokalypse ist, auch wenn das eigentlich so heißt. Nein. Mach die Augen zu. Darf ich dir einen Tipp geben? Nee. Du vermeidest Fallout, wenn du, bevor du den Pinsel in mein Gesicht machst, einmal so machst. Genau. Und als Tipp für euch, wenn ihr Fallout vermeiden wollt, klopft mit dem Pinsel einfach gegen den Tuschkasten. Und dann habt ihr keinen Fallout. Hast du es wieder auf der anderen Seite weggewischt? Nee, du hast einfach kein Pigment draufgegeben. Du hast kein Pigment. Jetzt nehme ich einen Highlighter-Pinsel von der Firma Morphe. Dürfen wir Morphe nehmen? Eigentlich nicht, aber du kannst ihn nehmen, der Pinsel ist gut. Und dann nehme ich Gold und mische, Klopfen nicht vergessen, und mache dies auf dein Lid für einen kleinen Glow-Effekt. Und wow, wir haben einen Sternenhimmel gezaubert. Ich habe hier ein Hydro Brow Fixing Gel. Was ist das? Das fixiert die Augenbrauen. Das Klebe. Ja, für die Augenbrauen. Genau. Damit gehst du durch die Augenbrauen. Die große Spannung ist immer, wie sieht sowas aus? Ach ja, das zieht ja so Spucke-Dinger. Ja. Was mache ich damit durch jetzt? Die Augenbrauen und die nach oben bürsten. Augenbrauen, warum? Als... Aber was hat man davon? Dass sie den ganzen Tag in der Position bleiben und nicht nach unten hängen. Die Augenbrauen, Haare sind ein paar Millimeter lang, die bleiben immer in der Position. Doch. Warum muss man sowas erfinden? Ist es auch von Catrice? Ja, na klar. Dann ist es schön. Dann macht das Sinn, Freunde. Schaut mal, dieses eine lange Haar stört mich, ne? Das musst du mal... Ja, ich bin in dem Alter, wo so lange Borsten jetzt kommen. Ich bin in so einem Alter, was ich manchmal für Schweineborsten auf den Augen habe. Ihr glaubt es nicht. Ich habe 3 verschiedene Produkte. Das ist ja, blau. Warte, das ist das letzte Produkt, was wir davon benutzen. Das ist nämlich... Ich denke, ich darf mir eins aussuchen. Ja. Darf ich mir das als letztes aussuchen und das als erstes? Da habe ich mir keins ausgesucht. Also wir haben entweder das hier oder das hier. Das hier? Dass wir das hier haben. Was ist das? Weiß ich nicht, das hast du mir ja gegeben. Ja. Mint Me Berry You. Ja. Weißt du? Das ist ein Pfefferminz-Lippenstift. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht probiert. Riecht voll gut. Riech mal. Es riecht wirklich nach Minze. Mhm. Aber es ist eine schöne Farbe. Mögt ihr so Pfefferminzschokolade? Ich finde, das ist so das, was man nicht machen sollte. Pfefferminzschokolade. Pfefferminzschokolade verstehe ich auch nicht. Los. Dann nimm doch den und pack den drüber. Nee, ich nehme den. Warum machst du so? Na, damit du gut rankommst. Fange ich jetzt erstmal unten an? Ja. Dann machen wir so. Hat der eine Farbe? Wahrscheinlich nicht. Nee, der glänzt nur. Also der Geruch ist wirklich das, was draufsteht, auch wenn man es nicht unbedingt nicht jeder mag. Aber er schmeckt tatsächlich so ein bisschen nach Beere und Minze. Du willst ihn ja nicht essen. Wir gehen jetzt hiermit nochmal rüber, da bin ich super gespannt. Das ist nämlich ein Lip Booster mit optischen Zahn-Weiß-Effekt. Verstehe ich nicht. Den machst du auf die Lippen, deine Zähne werden weißer. Genau, weil der ist nämlich blau. Oh, der riecht aber, der riecht wie ein Cocktail. Warum macht der die Zähne weißer? Weil blau die Zähne weißer. Der schmeckt sehr gut, der schmeckt ein bisschen nach Kaugummi. Du sollst die Sachen nicht essen, nicht, dass du ein drittes Auge kriegst oder so. Mascara machen wir lieber nicht drauf. Warum? Ja, nee, das mache ich, wenn dann lieber selber. Guck mich nochmal an, du hast hier Katzenhaar. Hm. Wie findest du den Look? Wunderschön.
Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Hättet ihr das gedacht, dass das so wird, so herbstlich? Oder hättet ihr tatsächlich gedacht, dass es... wir hatten schon Sachen gehabt, da habe ich dir eine Eyeshadow Crease gezogen. Das sah aber aus, Freunde. Also ich muss sagen, die Base hat er wieder ziemlich gut gemacht. Das kann er, Base kann er. Lidschatten müssen wir noch ein bisschen üben, aber Base sieht wirklich, wirklich gut aus. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ihr dürft gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Da habt ihr nämlich das andere Video, wo Maxim mich geschminkt hat. Ich glaube, das ist ein bisschen professioneller geworden. Und denkt an das Gewinnspiel. Zählt die Smileys, abonniert die Kanäle, um denn dann eine riesengroße Box zu gewinnen. Ich freue mich ganz doll, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ihr merkt schon, das Catrice-Update ist ziemlich, ziemlich gut. Ich benutze die Sachen das regelmäßig. Habt ihr gemerkt, das ihr seht, auch, wie schön die Base aussieht, ne? Wenn man so macht. Ist das noch gut? Ja, wenn man so macht, sieht es richtig gut aus. Also ich bin überrascht, wie gut es aussieht, wenn man es so macht. Ich finde, hast du gut gemacht. Ja, vielen Dank, dafür freue ich mich. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns am Freitag-Video, aber als allererstes, am Freitag wieder. Aber als allererstes, kommt gerne einmal schnell zu Danny, Link ist unterm Video. Tschüss!